Oh, und ordnen euch mal wieder richtig an. That looks complicated. Oh, I got it. Be a rare tip from feeding the fishes. Okay, ich glaube, ich habe es kapiert. So, Xoti, erstmal die Heilung. That's not very helpful. Damn it. Okay. A new calendar. As if I am. Oh, hell, those poor souls. Huh. I can't see you, you sneaky bastard. Gucken, dass ich von ihm so weit wie möglich weg bin. Yeah. Smart, eh? Oh? Right? Indeed. Und erstmal diese Obelisken alle zerstöre. What? Am besten ohne aufgedeckt zu werden. Need something? Whatever you need. Weil wenn die Obelisken weg sind, können keine Fäulen beschworen werden. Ah, den letzten komme ich dann nicht so gut ran. Yeah. Smart, eh? Hä? What's that over there? Whatever you do. Danke, Konstantin. Can't do, Fred. Was sollte das jetzt werden? Hat Konstantins Waffe ein Level abgekriegt oder was? Segle mit deiner Mannschaft in einen Sturm, okay. Ja, okay. Und das ist auch sicherlich kein geskripteter Kampf, den wir verlieren müssen oder so, oder? Bei der Tyrann des Verfalls, ja.
Na dann sterben wir mal und gucken, was passiert. Eigentlich sollte Game Over Screen dann wahrscheinlich kommen. Niederlage. Ja. Gut, ich lade mal unseren Quick Save. Und dann versuchen wir vielleicht doch nochmal den anderen Weg und gucken, was passiert. Weil es ist auch ein bisschen von Nachteil, dass Konstantin so eine hohe Macht Einbuße hat. Charakter? Nein, hier Inventar. Haben wir irgendwas, was Macht erhöht? Frostschaden, Genauigkeit, Abwehr, Abwehr. Was trägt Konstantin eigentlich auf dem Rücken? Dann nehmen wir einen besseren Abwehrumhang. Gewandtheit und Sprengstoffe? Nein, keine Macht, keine Macht. Das erhöht auch keine Macht. Nein. Kriegst du mal vor kurzzeitig den hier. Der sollte deine Macht jetzt auf 16 steigern, genau. Ja. Den Felsen hinaufschieben. Fehlschlag. Das ist okay. Er kostet den Hälfte den Stein schieben. Voller Erfolg. Macht ihn aber müde, okay. Ja, okay. Du triffst in den Schatten, das kennen wir alles. Kletterpflanzen. Den Felsen auf den Sockel legen. Ihr hilft den Felsen auf den Sockel. Ersterer passt perfekt in das Loch. In der Mitte von letzterem. Mit einem Geräusch wie das Fallen eines großen Baumes gleiten die Säulen in den Boden und nimmt den Frühstein mit hinunter. Als der Stein sinkt, sinkt die große Steintür ebenfalls und verschwindet im Boden. Ja. Der offene Torbogen gibt einen Tunnel frei, der zu einem Ort mit nicht unähnlich eines gut beleuchteten Bazars führt und komplett mit kleinen Ständen mit einem Angebot an Stoffen und kleinen Wimpeln ausgestattet ist, die von langen Hanfseilen herabhängen. Der Geruch von gekochtem Fleisch und das gesellige Murmeln von Unterhaltung wirken einladend auf dich. Als du hineingehst, hörst du ein Jubeln in der Ferne. Ja, wenn wir den richtigen Weg nehmen, da scheint das auch besser zu klappen. Das ständige Gemurmel von Gesprächen vereint sich mit dem fernen Geplätscher eines Wasserfalls. Der warme Duft von Gewürzen und gebratenem Fleisch übertüncht beinahe den starken Körpergeruch. Beinahe. Mehrere Augenpaare beobachten sich. Welcome to the Temple of Tuamawai, Watcher. Home, sweet home. Willkommen im Tempel von Tamawai, Wächter. Traut es seinem Glück allein. I've never seen the proving entrance open before. Who are you? Ich habe noch nie zuvor gesehen, dass sich der Beweiseingang, Wer bist du? Mit ihren bunten Federn verziert, mit ihr,
Mit ihrer mit bunten Federn verzierten Lederrüstung gibt sich die Frau wie eine erfahrene Kriegerin. Ihrem Humpel nach zu urteilen eine Veteranin. Ja, ich bin Hagrim, Wächter von Ketnua. Was ist das für ein Ort? Ein toter Mann hat mir gesagt, dass ich die Tür mit einem großen Stein öffnen soll. Tür, die nicht geöffnet werden können, zu öffnen, ist der Grund, warum ich morgens aufwache. Ich bin nicht hergekommen, um deine Fragen zu beantworten. Ah, sind wir mal ehrlich, ich bin Hagrim. A Watcher. Ein Wächter. Sie schluckt und sieht zur Tür, dann zurück zu dir. Ich schätze, das erklärt es ein bisschen, aber warum bist du hier? Was ist das für ein Ort? Du bist also nicht für den Wettkampf hier. Sie kratzt die Stirn runzeln am Kopf. Mir wurde berichtet, dass die Leute hier meine Hilfe brauchen. Deine Hilfe, Gedanken verloren, kratzt sich die weibliche Wache mit einem Stirnrunzeln die Schulter. Du sollst mit Humaire sprechen. Wenn du Fragen hast, kann sie dir mehr dazu sagen. Jeder hier ist ein Wettkämpfer. Not everyone. Many merely spectate. Others run shops or see to the site's safety, as I do. Nicht alle. Viele schauen einfach nur zu. Andere führen Geschäfte oder kümmern sich darum, dass die Stätte sicher ist. So wie ich es tue. Ja, danke für deine Hilfe. Kannst du mir mehr über Humaire erzählen? Danke für deine Hilfe. Natürlich, sie neigt dir den Kopf zu. How about we put some distance between ourselves and the Amawa with blades? Wie wär's, wenn wir eine gewisse Entfernung zwischen uns und der Amauerin mit den Klingen bringen? Wenn du wegen einer Herausforderung gekommen bist, sprichst du mit Humairo. Bist du derjenige, den wir angehört haben, um die Latrinen zu schrubben? Nein. Was ist mit dir? Warum hängst du hier am Rad des Schmelztiegels rum? Geh und mach dir die Hände schmutzig. Aha. Was ist mit dir? Ado, und willkommen. Was macht eine von den Valianern hier? Eine große Frau in einer hochwertigen, hochpolierten Rüstung verbeugt sich vor dir. Ihre dunklen Haare berühren beinahe dein Gesicht. Please acquaint yourself with my weapons and armors. Lest you become acquainted with death in the arena instead. Bitte mach dich mit meinen Waffen und Rüstungen vertraut, damit du nicht stattdessen den Tod in der Arena willst. Sie lacht leise und tritt beiseite, um einen Blick auf reihenweise scharfe Klingen und makellose Rüstungen freizugeben. Du glaubst, ich weiß nicht, wie man kämpft? Sie lacht und schüttelt den Kopf. Not in the slightest. But we all face Chirono upon the Keeling Field, ach? Ah, Chirono ist Beraf. Okay. Nicht im geringsten, aber auf dem Schlachtfeld müssen wir uns alle Chirono stellen, ach. Wie bist du hierher gekommen? I sought meaning in the ring before the faces. And found it, I did. In a fashion. Ich suche nach Bedeutung im Ring vor den Gesichtern und habe sie auf gewisse Weise auch gefunden. Ihr Lächeln gibt strahlende, ebenmäßige Zähne preis. The wound almost returned me to the wheel. I would have been leaving, but well. Die Wunde hat mich fast wieder ins Rad geschickt. Ich wäre ja lieber gegangen, aber nun ja, sie zuckt mit den Achseln. Eine große, übermütige Geste. The Silo is my home now. When Chirono seeks me, I will be found here. Dieses Ilo, was ist Ilo? Insel ist jetzt mein Zuhause. Wenn Chirono mich sucht, wird er mich hier finden. Zeig mir, was du anzubieten hast. Sie selbst, per Komplanka. Sie winkt dich voran. Ah, außergewöhnliches Zeug. Leichter Arena-Lederhelm. Hehe. Schön, wenn der was bringen würde. Habe ich noch einen Gürtel für Seraphin? Wenn ich krieg da jetzt erstmal den Gürtel hier. Weil den zusätzlichen Machtpunkt braucht er nicht unbedingt. Die Wache streckt die Hand aus, um dich davon abzuhalten, die Treppe hochzugehen. The terrace is reserved for champions. If you wish to observe the battles, you are free to do so. Die Terrasse ist für somewhere else. Die Terrasse ist für die Meister reserviert. Die Kämpfe kannst du dir gerne ansehen, aber woanders? Anderswo. Ja, alle. Dieser Elf steht vor einem Karren. Eine schmale Hand dreht ein kleines Werkzeug gegen einen dicken Lederriemen, den er vorsichtig in der anderen Hand hält.
Er nagt an seiner Unterlippe die Stirn vor Konzentration in Falten gelegt. Der strenge Geruch von Salben und Tränken drängt um ihn herum in der Luft. Neil's still kicking, huh? I thought for sure he'd have blown himself to bits by now. Neal ist noch immer am Leben, was? Ich war mir sicher, dass er sich schon längst selbst in die Luft gesprengt hat. Oh, it's you. How's your, sister, was it? Ah, du bist es. Wie geht's deiner Schwester, glaube ich? Neal stand Konstantin an. Daughter? Tochter? You had it right the first time. Damn, do I look that old? Du hast das gleich beim ersten Mal getroffen. Konstantin holte die Stirn. Verdammt, sehe ich wirklich so alt aus?